habe ich extra liegen lassen, um mich so ein bisschen heiß zu machen. Ich hebe auch alles auf, den ganzen Jambambel, den man hier vorfindet. Und hier haben wir noch eine Kammer, die geöffnet ist. Ja, nice. Es freut mich wieder. Ja. Nett. Nett, da kommen wir noch nicht dran. Genau, schnappen wir uns später den Kryolator. Richtig geiles Teil. Es ist herrlich. Ich glaube, ich habe sowas... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich sowas gemacht habe, dass ich mich richtig habe in das Spiel fallen lassen können auch. Und das dann noch auf YouTube. Ich glaube, entweder noch gar nicht oder wirklich vor ewiger, ewiger Zeit. Oh, Haarklammern. Ja, nice. Können wir damit vielleicht dann doch etwa direkt rangehen an den Speckus? Okay, alles ausgeräumt. Können wir da jetzt schon dran? Das Schloss sieht stabil aus. Achso, wir müssen nur tatsächlich erstmal ein bisschen skillen, dass wir das überhaupt aufmachen könnten. Also versuchen, es zu öffnen. Da ich die erste Folge jetzt noch nicht hochgeladen habe, weiß ich nicht, wie er dazu steht, zu diesen Dingen, ob ich sie euch vorlese oder nicht. Ich werde jetzt hier einfach diese Folge über so machen, dass ich es für mich selbst lese. Ihr lest es für euch auch durch. Ich lese jetzt hier nichts laut vor. Und dann könnt ihr hier auch nochmal, wenn ihr wollt, schreiben, was ihr jetzt besser findet. Ob ich es euch vorlesen soll oder ob ihr es selbst lesen wollt. So, Anweisung für den Aufseher. Kann ich da rein? Achso, mit E. Ja, gut, gut, gut. Unbenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Alles klar. So, Kryolator. Alles klar. Ihr könnt es ja anhalten. Also falls ihr da irgendwie noch was nachlesen. Ihr könnt ja rumspulen, anhalten und so weiter und so fort. Alles klar, Mitarbeiterpflichten, Wissenschaftsteam. Krass, krass, krass. Das ist schon echt hart, oder? Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Okay. Und eins zurück. Entwarnung und Evakuierung. Crikey. Okay. Ich glaube, war das alles? Jetzt haben wir hier noch aus der Logbuch Vorbereitung.
Systemdefekt, shit. Meuterei, na klar. Alles klar. Und Evakuierungstunnel öffnen. Läuft. Gut, wir sind nun erstmal fertig und haben den Evakuierungstunnel geöffnet. Die Frage ist jetzt hier halt nochmal, achso ja, das ist die Leiche, die hier Geräusche macht. Die Frage ist ja nochmal, ob ich das für euch vorlesen soll oder ob wir es so machen, wie ich es eben gemacht habe. Dass ich es einfach für mich lese und ihr es für euch lest. Es gibt schon einiges an Text hier im Fallout. Es ist halt auch einfach echt interessant, so zu erfahren, was aus den Leuten geworden ist. Wo ist denn jetzt mein verschissenes Inventar? Ich will gerne prügeln. Aber okay, komm. Ich bin ja auf dem... Ich wollte gerade sagen, ich bin auf dem PC. Hier, sag mal. Hier kann ich ja... Warum ist denn das so slow, die verschissene Einstellung hier? Als wenn ich im Controller spielen würde. Nein. Nein, nein, nein. Warte mal, ich kann doch irgendwie schlagen eigentlich. Mit Alt, glaube ich. Ja, so. Das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man die Leute einfach umkloppen kann. Wie dass man hier mit dieser Ultra-Slow-Mo-Einstellung vor sich rumschießt. Ach, ich habe extra langsamer gemacht, ne? Dass es Cinematic für euch ist. Stimmt ja, stimmt ja. Kann ich jetzt irgendwie umschalten auf... Ah, auf 3. Okay. Und wie kann ich jetzt wieder auf die Dinge zurückschalten? 0? Halt, ich hab's ja hier irgendwo gehabt. Hier. Auf 4. Einfach auf 4. Okay. Alles klar. Ja, ich habe es extra langsam gemacht. Dass es so cinematic ist. Ihr wisst schon, dieser Cinematic-Effekt. Nicht so, wenn es rumhakelt und so. Das ist immer kacke. Das will keiner sehen. Drücke linkes CTRL, um zu schleichen. Ja, okay. Meine Licht jetzt nach Abzacken ein und bewege dich in TVR-Capsule. Ja, ganz langsam. Hoppala. Zack. Schön die Leute verprügelt, die Viecher verprügelt. Da ist ein Skelett. Lebt denn überhaupt noch wer? Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Oder, oh. Hat doch schon mal gesagt, oder? Und natürlich finden wir jetzt hier das eigentlich Wichtigste an der ganzen, ich weiß, und zwar liegt der Pip-Boy hier, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man so hat in der Apokalypse. Der Poop-Boy. Oh yeah. Schon mal ein geiles Geräusch. Hier sieht man schon, wir haben hier drüben einmal die Reds-Anzeige, also wie verstrahlt wir sind. Und hier haben wir eigentlich alles. Hier drin haben wir alles. Also wenn ich hier durchgehe, hier ist einmal unser Status. Ich weiß noch nicht, wie ich denn im Status durchgehen kann. Ah, mit. Geht das auch hier mit? Ja.
Also, kann ich auch hier irgendwas machen? Nee. Naja, der Status ist an sich gar nicht so extrem wichtig. Natürlich ist das Inventar sehr wichtig, ja. Da geht man... Jetzt kann man doch hier mit links... Ah, hoch und runter, so, und das ist zum Durchschalten. Alles klar. Hier sind unsere ganzen Waffen, da ist die Kleidung, Hilfsmittel, diverses Schrott, Mods und Munition. Ja, bei den Daten sind natürlich die ganzen Aufgaben drin. Die Karte ist auch gar nicht mal so unsinnvoll. Und wie man hier sehen kann, ist die Karte auch nicht ultra klein. Da ist schon, da ist wirklich sehr, sehr viel, extrem viel zu erkunden. Es wirkt jetzt vielleicht gar nicht so groß, aber es ist wirklich a shitload von Kram, den man da entdecken kann. Also für alle, die es Fallout noch gar nicht kennen. Und man kann dann auch, wenn wir oben sind, Radio hören und das ist richtig nice. Das sind, ist coole, coole Musik, die da immer läuft. Sehr, sehr schön. Ja, yeah, ne, und kommen wir, hä? Jetzt ist hier offen. Hier war, wisst ihr noch, letzte Folge war hier zu. Verschissel nochmal, warum ist das hier offen? Naja, egal, wir können jetzt die Vault öffnen und das machen wir auch mal direkt, die Vault oder den Vault. Und verziehen uns in einen Instant. Ah, ja, ist einfach geil. Klar, der Anfang ist jetzt so minimal unspektakulär, weil man halt nicht hier jetzt direkt in der Vault ist. Es gibt einiges zu lesen und so weiter und so fort. Aber sobald man dann draußen ist, geht's rund. Geht's einfach rund. Oh, die Mucke, Gänsehaut. Nice, nice, nice. Ich glaube, jetzt fährt auch diese, genau, diese Brücke aus. Ah, warte mal, da unten waren wir noch gar nicht. Hier ist einfach Wasser. So ein Dringel. Eher nicht. Grundwasser wahrscheinlich, das einfach aufgestiegen ist. Okay. Und dann verziehen wir uns mal. Fahrstuhl. Jetzt kommt eigentlich auch schon der epischste Teil. Und zwar natürlich das Herausgehen hier. Die Freiheit. Möchtest du etwas ändern? Aussehen verändern? Special-Attribute, bla bla bla. Nein, wir wollen einfach jetzt raus. Das haben wir mit Absicht so gewählt. Das war... Ja, sehr schön, sehr schön. Das war ja mehr oder weniger Zwang. Die Menschen, die sich einen Platz in Vault 111 gesichert hatten, hatten keinen Schimmer, dass sie in einen Kälteschlaf versetzt werden würden. Tatsächlich waren fast alle Vaults geheime soziale Experimente von Vault-Tec. Darüber werden wir auch noch sehr, sehr viel lernen. Es gibt ganz, ganz viele Vaults und... Ah, ja, das Spiel ist sehr, sehr umfangreich. Es macht wirklich extrem viel Spaß. Und ich hoffe auch, dass ihr euch so ein bisschen reinfallen lassen könnt. Jetzt müsst ihr natürlich dran denken oder eben euch hineinversetzen. Ihr wart eben noch am Leben, ganz normal, alles war cool, Nachbarn, ihr habt ein Kind, Frau und bla bla bla. Dann kommt ihr runter, Atom, Bomben, alles ist ganz schnell, ihr wacht wieder auf. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon rauskam, wie viele Jahre vergangen sind, aber es sind, ich will jetzt kurz nicht spoilern, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber es ist schon echt sehr, sehr viel Zeit vergangen. Das heißt, jetzt gehen nach Hause, ganz kurz zum HUD, links ist unser Live, in der Mitte ist das Radar und da sieht man auch immer direkt die naheliegenden Punkte. Wenn sie so nicht ausgefüllt sind wie dieser Punkt da vorne oder dieses Häuschen, dann war man da noch nicht und wenn es so ist wie dieses Rad hier, dann waren wir da schon. Auf der Karte ist es auch ziemlich leicht zu sehen, hier waren wir schon mal. Ach, ich will immer auf Escape und dann raus. Ja, und man merkt einfach jetzt schon direkt am Anfang, es gibt direkt Zeug zu sammeln. Es gibt hier sogar nochmal eine volle Nuka-Cola, die man trinken kann. Das ist so viel Kram. Das wusste ich übrigens nicht auswendig. Ich dachte, ich gehe einfach jetzt hier in den nächsten... Ah, Stimpak, sehr gut. In das nächstbeste Ding und räume eben aus. Wie gesagt, das ist schon ewig her, dass ich Fallout gespielt habe. Wenn ich mich recht entsinne, kann man auch Pflanzen... Kann man Pflanzen pflücken? Ich glaube, so ein paar diverse kann man... Kann man pflücken. So, was haben wir denn hier? Redaway. Redaway ist wichtig, damit wir nicht an
an Dings sterben, an der Verseuchung, an der Verstrahlung. So. Ja, und ich hab's ja schon erwähnt, ich guck wirklich nach allem. Ich will alles Mögliche aufsammeln, haben, Flaschen rumkicken. Das ist mir ganz wichtig, dass ich die Flaschen rumkicke, auf jeden Fall. Und ja, das ist einfach edel. Und natürlich habe ich auch meinen Stock dabei, um die Sachen zu verkloppen. Zack. Und ich muss jetzt schon mal wirklich sagen, es sieht hammer aus. Das ist echt nice. Es ist wirklich nochmal ein Unterschied. Auf jeden Fall zur Xbox One. Tischventilator nehmen wir mit, Kaffeekanne nehmen wir mit, Kaffeetassen und eben habt ihr das gehört, ein Kronkorken. Und das ist wirklich extrem wichtig, denn die Kronkorken sind die neue Währung geworden. Da muss ich denke, das ist nicht großartig gespoilert. Das werden wahrscheinlich auch nicht Fallout-Fans oder nicht Spielende irgendwie mitbekommen haben, dass es da, dass es das Kronkorken auf jeden Fall die neue Währung werden. Achso. Ja, also die Aufgabe ist ja jetzt recht linear darüber zu gehen. Ich will mal ganz kurz gucken, wie ich eigentlich schnell speichern kann. Würde mich doch mal interessieren. Auf irgendeiner F-Taste wahrscheinlich. F5 ist natürlich schnell speichern. Mit F9 kann man schnell laden, aber da würde ich die Aufnahme abbrechen, weil ich mich ja auf F9 gebindet habe. Aber F5 kann ich trotzdem mal drücken und den Schnellspeichervorgang einleiten. Ich habe ja hier... Also schnell laden habe ich... Ich weiß nicht, ob man schnell laden überhaupt... Ob das schon mal jemand in seinem Leben gebraucht hat. So von wegen, ja geil... Schnell speichern, verstehe ich, aber schnell laden. Wer muss denn schnell was laden? Niemand, keine Sau. Gut, doch, wenn man irgendwo hängen bleibt und andauernd stirbt, dann halt schnell wieder laden möchte. Ich würde jetzt nämlich direkt diese Ding da vorne entdecken wollen. Diese Hütte. Und natürlich hoffen wir auch schon mal auf die ersten paar Gegner. Klar, wir sind jetzt auf Pipifax hier. Von unserem Skill her. Also natürlich ist mein Skill so höher, geht gar nicht. Aber unsere Figur ist halt ultra, ultra weak. Also wenn ich hier nochmal aufs Inventar gucke, wähle im Kartenreiter, mal sein zum hier. Bla 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 bla, weiß ich alles schon. Ich will mal ganz kurz nach der Kleidung sehen. Ehering ziehen wir natürlich. Achso, ja, wir haben ja, logischerweise zwei Ehringe. Ich zieh mal die Brille an. Ihr seht, da bekommen wir +1 Wahrnehmung. Die Sachen haben auch alle Gewicht und natürlich einen Wert, wenn man sie dann verkaufen möchte. Das ist genau dasselbe. Nur ist der eine halt neu. Dann sehe ich natürlich den... Nee, ich behalte den alten. Der alte ist schon ziemlich cool. Oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Fuck, ich will wieder mit Escape raus. Da ist eine Pflanze, die man pflücken kann. Eine Hoppblume. Hoppblume. Boah, das sieht... So... Läuft da vorne irgendwas? Wisst ihr was? Oh. Fuck, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Oh Gott! What the fuck? Okay. Oh Gott! Ich hab's nicht auf uns zukommen sehen. Und die Scheiße. Ich will. Das Motion Blur, seht ihr in der Ferne? Das will ich ausschalten. Ich glaube, der PC ist gut genug. Der hält das aus. Der wird noch nicht mal warm. Das würde ich schon gerne ausschalten. Motion Blur. Ist es hier drin? Ich bin gerade in Hilfe. Sehe ich das richtig? Bin ich gerade in Hilfe? Nee, Anzeige. Passt schon. Game. Ist es bei Gameplay? Hä? Krass, ausblenden. Was, was, was? Hallo? Nichts so ausblenden. Man kann... Doch, 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 das geht irgendwie... Ach, keine Ahnung. Es stört jetzt ja nämlich an, nicht sonderlich. Aber seht ihr ganz da hinten? Ist halt so eine leichte Unschärfe. Nein, was hat der Geist? So, komm, schnell speichern. Wir haben ja eben ein Viech besiegt und sind ganz schön gebeutelt, was unsere TP angeht. Oh, da schießt irgendjemand. Guck mal da. Die haben sich... Oh, da läuft auch irgendwas. Drei Leute. Könnte haarig werden, da ja alle schießen. Okay. Unser Anzug sieht ziemlich geil aus, alles klar. Ganz logischerweise nochmal schnell speichern. Waffe zücken und gucken. Vielleicht können wir da irgendwas... Ich glaube, dass die... Die laufen einfach davon. Guck mal, da steht doch Zeug. Ist das euer Lager da unten, ihr Bunkert? Das sind drei Leute, ne? Sehr gut, die stehen da oben rum. Man kann nämlich einfach schlafen in Bettchen, in fremden Bettchen. Dann ist man wieder voll. Es geht nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, aber vielleicht zählt das ja schon als weit genug weg. Also zumindest können wir ihren Scheiß klauen. Gegrillter Rathirsch. Ja, nice, Leute. Habt ihr extra Essen gemacht? Das ist ja mal super sexy von euch.
Leute da oben stehen? Ja, gell? Sehr gut. Jetzt glaube ich noch ihre Hand. Meistens sind da Drogen drin, aber das weiß ich right away. Ich guck mal kurz. Haha, es geht. Zack, live ist voll. Automatisch gespeichert. Da oben stehen alle. Okay. Sehr schön. Dann räumen wir die erst noch kurz aus. Ist hier noch irgendwas? Da vorne steht noch was rum. Oh, da liegt auch eine Rad-Hirschkuh. Mit zwei Köpfen. Logisch. Ist ja auch verstrahlt. Jetzt seid ihr quickt, ihr Bankard. Jetzt seid ihr quickt. So, jetzt will ich aber nicht so rumchoken wie gerade eben. Wir speichern noch einmal schnell. Achtung. Ich hoffe, es gibt hier keinen. Ich glaube, es gibt keinen Bullet Drop. Oh! Ah, ich dachte, der wäre umgefallen direkt. Die wissen nicht, wo ich bin. Nice. Nice. Und die anderen zwei haben es gar nicht gehört. Die KI ist natürlich on point. Das darf man hier auf keinen Fall vergessen bei dem Spiel. Shit. Ja! Oh, okay, jetzt wissen sie, wo ich bin. So, aufstehen. Muss jetzt nicht rumschleichen hier. Oh, es ist so nice hier auf dem PC. Krasser Scheiß. Ja, komm her. Nein, nicht ducken. Oh, wie der Kopf platzt. Nice. Guck mal, wie die uns gebeutelt haben. Fast halb. Ich kann auch. Hä? Sind wir immer noch in Gefahr? Nee. Ich nehme einfach alles mit. Grundsätzlich jetzt hier. Oh mein Gott, war das ein Ghoul? Wie der aussieht. Voll widerlich. Warte mal, warte mal. Also wenn wir diesen Herren ausziehen, kann ich auch irgendwie alles nehmen. Alles nehmen mit R. What the fuck? Die sind ja alle so. Hä? War das alles Ghule? Shit, ich habe auf die Frau geschossen, auf die Leiche. Das wollte ich überhaupt mal gar nicht. So, den anderen Knällchen noch. Wo war der gelegen? Warte mal. So, Hauptblümchen noch geerntet. Hier ist Blut. Da ist er. Der alte Ballsack. Das ist jetzt aber kein Ghoul. Ja! Das waren einfach zwei Ghule, die er als Mate mit dabei hatte. Ich war nur gerade voll verwirrt, weil ich habe die nicht als Ghule erkannt. Ich habe natürlich nichts gegen Ghule, ganz klar. Ich töte alle Leute gleich stark und gleich viel. Autospeichern ist verständlich. Ach, hier ist euer Lager. In der Toilette drin. Bah. Das ist schon widerlich. Ne? Jawohl, Stimpack und aufbereitetes Wasser. Und eine Schlammbohne. Ach, das sind die besten. Und eine Matratze, schön pennen, voll aufgeladen. Ihr merkt schon, ich bin Profi in dem Spiel. Und wir haben jetzt, wir haben es immer noch nicht erkannt, ich meine gefunden, dieses Haus, was wir eigentlich finden wollten. Motherfuck. Wo ist denn der jetzt her? Guck mal, das sieht voll gepanzert aus, mit einer Schrotflinte. Ah, warte mal, apropos Schrotflinte. Das Spiel hält übrigens an, wenn wir hier in den Modus reingehen. Ah, das ist eine improvisierte Pistole. Die ist selbst zusammengebaut, die hat nur 13. Ist natürlich schwach. Achso, ja, ich hab's einfach weggelegt. Achso, dran gucken, sehr gut, sehr gut. Nochmal ganz kurz bei der Kleidung. Jetzt müsste ich ja doch hier irgendwas. Haben die nichts Stärkeres dabei gehabt? Immerhin eine Zeitungsverkäuferkappe. Immerhin Apps. Gucken wir, wie wir jetzt aussehen. Sau gut! Fuck! Also, sagen wir eigentlich, wollen wir auch drüber streiten? Wie, da liegt noch einer rum und ein Siedler. Oh, die haben einen Siedler genatzt. Ja. Wie spielen sollen? In welcher Ansicht? Die hat natürlich auch irgendwie was, oder? Guck mal, ich kann sogar weiter raus. Was meint ihr? Das müsste hier dann nochmal. Noch ein Siedler. Ein Raider, okay. Das. Oh je. Yeah. Das müsst ihr mir dann nochmal schreiben, ne? Wie ihr das lieber habt. Das hatte irgendwie auch was. Zumindest hier außerhalb hat das irgendwie was. Aiming-technisch ist es auch nicht schlecht. Nein, da bin ich nicht, ja. Komm. So, ich müsste meinen First Person einfach nochmal zur. Okay. Aim-technisch bin ich auf jeden Fall stärker, wenn ich auszoome. Was ist denn hier los? Vielleicht bei Counter-Strike, der Global hoch 10 und hier Mr. Kartoffelpuffer. Ich glaube, ich greife mal hier direkt zur Schrotflinte, die wir gerade aufgesammelt haben. Ohne Doppelläufige sogar. Oh, ne. So kann man halt die Waffen eher genießen, ne, wenn wir hier in den Modus gehen. Das sieht schon Serious Sam-mäßig geil aus. Direkt nochmal das Bettchen nutzen. Eine Schrotflinte ist halt echt eine starke Geschichte. Ein starker Verbündeter, sag ich mal, als Wumme direkt. Das war, glaube ich, eine gute Wahl, dass wir hier erstmal lang gehen. So habe ich übrigens noch nicht gespielt. Ich bin bis jetzt immer einfach direkt in die Stadt und habe da einfach ziemlich geradlinig den Anfang zumindest gespielt. Später nie wirklich geradlinig. Es gibt
unglaublich viele Nebenquests, die man machen kann. Ständig muss eine Siedlung gerettet werden. Und ja, das Wasser ist bestimmt verstrahlt. Gott, sieht es schön aus. Oh, ist es nicht verstrahlt? Hä? Ah, doch. Shit. Ja, jetzt will man dann hier... Oh Gott! Oh, fick! Ich hab's gehört, wie die Musik anders wird, aber ich... das hat mir jetzt kurz eine Gänsehaut gegeben. Leck mich am Ärmel. Ja! Ich weiß nicht, ob das in der Third Person auch so geil gewesen wäre, gerade eben dieser Moment. Was ich sagen wollte, jetzt kann man hier nicht wirklich sehen, dass das Rad halt eben angestiegen ist und so weiter und so fort. Der hat doch aber was Schickes dabei gehabt. Ja, eine Lederrüstung. Zack. Ihr seht dann hier mit dem Plus und Minus, ne, da kann man sofort sehen, was besser wäre und was nicht. Hier so eine Mütze und eine Raider-Rüstung an den Beinen. Lederrüstung. Bla bla bla. Gut. Wir wollen jetzt aber endlich mal zu der Hütte hier. Ich hoffe, die ist wahrscheinlich... Da sehen wir doch schon direkt, wie der Hase läuft. Da hinten läuft eine Rathirschkuh. Okay, ich glaube, da prügel ich lieber drauf ein. Oh Gott, das sind diese fetten Blähfliegen. Ja, okay. Komm her. Ah, ich bin Mr. Fuck, ich blute. Mr. Blute. So, down. Gehst du weg? Manchmal, ich erinnere mich, manchmal sind die auch aggressiv. Die sind einfach geplatzt, hä? Die sind einfach geplatzt, die Blähfliegen. Okay. Okay. Oh, jawohl, Kochplatte. Und noch ein Stück von der Blähfliege. Das ist total eklig. Das lege ich mal hier hinter den Tisch. Hirnpilz, sehr, sehr gut. Und Ödland-Überlebensführer. Du hast eine Ausgabe des Ödland-Überlebensführers gefunden. Du nimmst dauerhaft 5% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Das kann man dann nehmen und das Ding ist zum Glück schwerelos, soweit ich weiß. Und man muss es auch nicht bei sich haben. Also bei sich tragen, damit dieser Bonus aktiv wird. Und hinter diesem Skelett, hinter diesem Kleidchen ist sicherlich auch eine Story. Ja, das Holoband der Ausreißerin, ein Kaugummi und ein sauberes grünes Kleid. Und Holobänder können wir ganz einfach abspielen, indem wir hier auf Inventar gehen, rüber auf Diverses und dann so. Und dann können wir dazuhören. 22. Oktober 2077. Ich habe es Ihnen endlich gesagt und es war schlimm, richtig schlimm. Papa hat rumgeschrien und meinte, ich solle mich schämen. Er meinte auch, dass ich ausziehen müsse. Mama hat nur geweint. Und irgendwie tat das mehr weh als alles andere. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Nicht mal, als ich meine Sachen gepackt habe. Ich kann nicht zu John. Er weiß es ja noch nicht mal. Vielleicht wird er es nie erfahren. Wenn es die Hütte nicht gäbe, hätte ich jetzt keinen Platz zum Schlafen. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Mädchen und habe Clubhouse in der alten Hütte gespielt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Tja, Mädchen. Irgendwann wieder besser sein. Ich labere noch weiter, okay? Geh erstmal aus meinem Bett raus, dankeschön. Du darfst hier bleiben, aber... So, sie ist also weggelaufen. Wegen ihrem und Jonathan oder so. Sehr traurig. Aber es ist halt einfach geil. Man entdeckt und erlebt dann überall in der Welt so kleine Geschichten, Stories, die sich sogar manchmal über mehrere Locations über eine gewisse Zeit hinziehen. Also wirklich lange Stories. Das ist eine coole Sache, die nicht zur Hauptstory gehört. Es gibt sehr, sehr viele Stories, die nicht zur Hauptstory gehören. Das heißt, das ist jetzt das Haus der Trulla hier, Ranger-Hütte. Und die ist jetzt auch gespeichert, diese Hütte. Und wir können somit auch mit einer Schnellreisefunktion von überall hier oben an Land oder über Land, wenn wir jetzt nicht gerade Feinde um uns drum herum haben, auch teleportieren. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ist da drüben ein lebendiges irgendwas? Oh Gott, wann ist das gleich auf? Schau, es ist noch eine Hirschkuh. Wer spawnt denn da vor mir, Rathirschkuh? Verzieh dich mal. Alles klar. Gefahr. What the fuck ist dies? Ja, ein Seesack! Munition und so ein Scheiß. Geht weg, ihr Hirschkühl. Der beste Weg, um zu gucken, ob man in Gefahr ist, also ob man gespottet ist, ist natürlich sich zu ducken, weil ihr dann seht Gefahr. Und dann dreht man sich rum und sieht unten auf dem Radar eigentlich irgendwo einen roten Punkt, aber ich... Ja, Vorsicht. Ich denke, das sind die Hirschkühe, die spotten einen halt dann und greifen aber nicht wirklich an. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, was war denn das eigentlich bei Diverses? Achso, das Holoband, ja, bla bla bla.
Wir haben noch einen Molotov-Cocktail, der bringt sehr, sehr viel Schaden, geil. Oh. Halt, ja, die hatten wir ja schon die ganze Zeit, da läuft die Schrotflinte. Genau. Man konnte dann irgendwie die Sachen sortieren. Favorit, genau, auf Favorit legen. Und dann kann man sich die Sachen hier so rüberlegen. Das ist immer richtig nice, dass man denn hier alle Waffen hat und hier in die andere Richtung halt anderen Kram. Schlagring, ah, ja. Aber der Schlagstock ist besser, oder? 17. Schlagring hat 16. Geschwindigkeit Mittel, Geschwindigkeit Mittel. Wert 15, Wert 10. Ja gut, ich denke mal, dieser Schlagstock wird das Rennen machen. Und wir haben noch ein Gewehr. Was hat denn die Pistole? 18? Okay, ich mache jetzt einfach mal noch die Pistole hier drüben hin. Und dann reicht das erstmal. Was ist denn das hier? Ach, der... Geh mal darüber, Schlagstock. Nee, hier hin. Ach. Also jetzt geht's aber los, gell? So, Schlagstock. Hier hin, bitte. Danke. Warum ist die Pistole jetzt wieder... Nein! Wisst ihr, ich habe sowas gerne perfekt. Ach, scheißegal, jetzt ist halt da drüben auch irgendwas. Ist mir sowas von egal. Nee, wir brauchen auf jeden Fall noch die Red Away. Ist auch immer wieder wichtig. Das mache ich hier unten auf Minus. Okay. Gut. Das war jetzt gerade nicht gewollt, dass wir direkt auf ein weiteres Lager zulaufen. Sollen wir ausspähen. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge, weißt, weil ich will es jetzt nicht übertrieben lang machen. Das ist ein Wohnwagen oder so. Geil. Also es gibt, glaube ich, nach wie vor Dinge, die ich nicht gesehen habe, gefunden habe. Und das kann ich aber gar nicht glauben. Das ist doch so nah hier an der ganzen Chose. Da ist die Rangerhütte, die kenne ich. Da drüben ist das Haupthaus. Was ist denn da? Das gucken wir uns dann gleich mal an, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.